الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم الله der Erhabene sagt sinngemäß verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne bis zum Dunkel der Nacht und insbesondere die Koranlesung in der Morgendämmerung. Gewiss, die Koranlesung in der Morgendämmerung wird von den Engeln bezeugt. Und einen Teil der Nacht verbringe ihn damit, zusätzlich für dich, vielleicht wird dich ja dein Herr zu einer lobenswerten Rangstellung erwecken. Und sag,
Mein Herr, gewähre mir einen wahrhaftigen Eingang und gewähre mir einen wahrhaftigen Ausgang und schaffe mir von dir aus eine hilfreiche Macht. Und sag, die Wahrheit ist gekommen und das Falsche geht dahin. Das Falsche ist ja dazu bestimmt, dahin zu gehen. Und wir offenbaren vom Koran, was für die Gläubigen Heilung und Barmherzigkeit ist. Den Ungerechten aber mehrt es nur den Verlust. Wenn wir den Menschen Gunst erweisen, wendet er sich ab und entfernt sich zur Seite. Wenn ihm aber Schlechtes widerfährt, ist er sehr verzweifelt. Sag, jeder handelt nach seiner Weise. Euer Herr weiß sehr wohl, wessen Weg der Rechtleitung eher entspricht. Sie fragen dich nach dem Geist, nach der Seele. Sag, der Geist ist vom Befehl meines Herrn, euch aber ist vom Wissen gewiss nur wenig gegeben. Die Verse, die wir vorgelesen haben, wo Allah Ta'ala sein Gebot, sein Befehl an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das impliziert ja auch seine Umma, dass er ihm sagt, verrichte das Gebet. Verrichte, aqimis salah und nicht salli. Fi'l amr, also eine Befehlsform eines Verbes von Salat heißt salli, bete. Aber aqim, iqamatus salah, dazu zu stehen und zu verrichten, es geht um viele Dinge um das Gebet, die betrachtet werden, erst dann heißt das Iqamatus Salah. Ja, der Prophet sagt ein Beispiel, inna taswiyatas sufuf min Iqamatus Salah. Selbst die Reihen in Ordnung zu bringen, dass sie gerade sind, gehört zu Iqamatus Salat. Zu der Iqamatus Salat, khudu zinatakum inda kulli masjid. Nehmt euren, schmückt euren Schmuck, wenn ihr zum Gebet geht, zur Moschee geht. Zu Iqamatus Salat gehört die Waschung. Waschung ist ein Teil der Iqamatus Salat. Zu der Iqamatus Salat gehört deine Absicht zu erneuern. All das gehört zu Iqamatus Salat. Der Prophet ﷺ wurde befohlen, Aqimis Salat, li duluk, li waqti, zu der Zeit. Li duluk ishams, duluk, das ist, wenn die Sonne von dem Zenit abneigt oder wegneigt, dann Richtung Westen. Das ist das Erste. Das ist Duluk. Die Duluk ist Shams. Ila Rasaq al-Layl. Al-Rasaq al-Layl. Wenn die rötliche Farbe von dem Himmel verschwindet, dann beginnt Al-Rasaq. Al-Rasaq hier Dhulma, Finsternis. Wenn es richtig dunkel ist, hundertprozentig. Nicht mal, also es, die weiße Farbe von dem Himmel verschwindet zuerst, dann bleibt die rötliche Farbe. Und dann verschwindet die rötliche Farbe, dann kommt Rasak. Ha? Also, Liduluk zu der Zeit von Shams, von Duluk Shams, ila Rasakillayl, bis zu Rasakillayl, das heißt bis zum Nachtsgebet. Da sind zwei Gebete dazwischen, stimmt? Dhuhr, Asr Maghrib, Isha. Also von da bis Isha. Und dann sagt Allah Ta'ala, wa Qur'an al-Fajr. Dieses wa Qur'an mit Nasb, mit al-Fatha, implizit einen versteckten Satz, den jeder Arabisch sprechender oder ein Arabisch verstehender das versteht. Wa Qur'an al-Fajr, das heißt wa akhussu bi-dhikri Qur'an al-Fajr. Und insbesondere und besonders zu erwähnen ist die Lesung von der Morgendämmerung. Damit ist es gemeint, wenn du Fajr-Gebet betest und den Koran zitierst. Und dann sagt Allah Ta'ala, inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Das ist ein bezeugter Moment. Al-Fajr, wisst ihr, was da passiert? Was da in der verborgenen Welt passiert? Allahu Akbar. Wenn wir das in der modernen Sprache mal formulieren, dann sagen wir, das ist der Schichtwechsel der Engel. Allah Ta'ala خلق ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. Ja, wie der Prophet sagt, يتعاقب عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار.
Hatta idha kana al-fajr. Ihr habt unter euch verweilen Engel der Nacht, die aufschreiben und damit hochgehen, und Engel des Tages. Und genau in der Dämmerung, in der Morgendämmerung, in der Zeit des Gebetes, treffen sich beide. Auf einmal sind sie alle da. Aber die Ersten verlassen nicht den Ort, erst wenn die Lesung zu Ende ist, aus Ehrfurcht und Achtung zu dieser Lesung. Sie bleiben. Und die anderen, die gerade gekommen sind, eröffnen ihren Tag. Und genau ist dieser Punkt, wo die Engel es bezeugen. Deswegen sagt Allah Ta'ala, Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Das ist ein bezeugter Moment. Das ist der Moment der Morgendämmerung, wo der Koran gelesen wird. Und damit verrichten wir das Gebet als Pflicht von Allah subhanahu wa ta'ala für die Gläubigen. Aber Allah ta'ala fügt hinzu, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. Deswegen für dich habe ich in der Lesung so betont. Das ist das, was versteckt ist in Arabisch, was großen Sinn trägt. Und dazu komme ich. وَمِنَ اللَّيْلِ und von dem Teil der Nacht sollst du eins nehmen, was? فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. Du sollst freiwillig Zeit nehmen, um den Tahajjud, also stehen für das Gebet, und den Tahajjud zu machen. Aber ist das li? Habe ich etwas davon? Nee, lecker. Das ist für dich, zu deinem Nutzen. Für deine Seele. Fatahajjad bihi nafilatan. Lecker. Das ist für dich gut. Jeder, der die Geheimnisse der Nacht erfährt, er wird süchtig sein. Genauso wie die Vögel nach ihren Käfigen süchtig werden, wenn die Sonne untergeht. Und so haben die Gottesdiener und die Kenner dieser Umma ihre Gefühle beschrieben. Sie sitzen und gucken auf die Morgen, auf den Sonnenuntergang und sagen, wann ist das endlich? Und dann erlösen sie sich, weil die Nacht eingetroffen ist. Das ist wie ihr Käfig, die kommen zurück. Das sind die besten Momente mit ihren Herren. Wir reden heute über das Gebet, wie ihr merkt. Das Gebet als fest verankerter Teil für uns Muslime. Das Gebet ist für uns. Allah Ta'ala sagt es, أقم الصلاة ليش لذكري. Verrichte das Gebet, damit du bewusst und wachsam und immer gebunden bist mit Allah. Das heißt لذكري, auf dass du immer im Gedenken Gottes bleibst. Das ist das Gebet. Das ist der Tunnel zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Verbindung. Das ist das Seil, was Allah ta'ala hängen lässt. Derjenige, der daran festhält, ist gebunden und gesegnet und unterstützt von Allah subhanahu wa ta'ala. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde, Hadith finden wir in allen Hadith-Büchern, fangend von Bukhari und Muslim. Als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde, was sind die besten Taten überhaupt für uns Menschen? Er sagte, As-Salatu li waqtiha. Wa fi riwaya As-Salatu ala waqtiha. Wa fi riwaya As-Salatu li awwali waqtiha. Er sagt, das Gebet zur richtigen Zeit. Andere Überlieferung, das Gebet zu der Anfangszeit. Wenn die Zeit eintrifft, dann kannst du dich gar nicht beruhigen, erst wenn du das verrichtest. Am Anfang der Zeit, noch besser. Dann sagen sie, und was noch? Dann sagt er, Birrul Walidain, die Güte zu den Eltern. Ach, was die Eltern an Stufe haben. Und dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das als zweite Stufe. Und was denn? Er sagt, Al-Jihad, fi sabilillah. Und wir wissen, wie es damals, wie bedrohlich die Lage war. Und dass sie mit ihrem Nafs und ihrem Geld und mit allem drum und dran kämpfen sollen, damit sie existieren bleiben. Das kommt in der dritten Stufe. Salah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Inna khayra a'malikum ila Allah as-salah. Die besten Taten zwischen euch und Allah. Es geht hier nur um die spirituelle Verbindung zu Allah. Das ist was? Das ist das Gebet.
Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat ala al-mu'minin, ala al-mu'minin, obliegt den Gläubigen. Inna salata kanat ala al-mu'minin kitaban mawquta. Wal kitab huwa al-qada' huwa al-shara'. Das heißt, wahrlich, das Gebet hängt auf den Schulter der Gläubigen, also wenn man das so konkreter, oder obliegt den Gläubigen als festgesetztes Buch von Allah, also wie Mithaq, ein Bund von Allah. Allah hat Bund mit Banu Israel abgeschlossen. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Der Bund mit dieser Umma ist das Gebet. Deswegen, das Seil des Gebetes darf bei keinem Gläubigen fehlen. Das Gebet, wenn wir Iqamatus Salat richtig so tun, wie es sein soll, dann kann das Gebet nur ein Balsam für unsere Seele sein. Und unser Glück, und das wäre ein Oase des Glücks. So wie die Kenner dieser Umma, wie Awliya Allah Salihin, ihre Erfahrung mit dem Gebet beschreiben. Wallahi al-Azim, eine einzige Niederwerfung, ich rede jetzt nicht über das ganze Zeitgebet, eine einzige Niederwerfung, die du triffst, wahrhaftig, tief, total gebunden mit Allah subhanahu wa ta'ala, mit voller Demut, wo Tränen fließen, wallahi, nur dieses Glück von dieser eine Minute, du kannst damit dein ganzes Leben leben. Und du hast immer noch dieses Glück. Jeder von uns hat schon mal eine Niederwerfung gehabt, wo er genau das, wenn er nur sich daran erinnert, jetzt, er fühlt Glück. Guck mal, dieses Glück ist immer noch da. Der ist immer noch da für eine einzige Erfahrung mit deinem Herrn. Du hast es geschafft, das Fenster zu öffnen und ein bisschen Duft von dieser Welt zu holen. Bis jetzt profitierst du von so einer einzigen Minute. Wie mag es sein, wenn dein Gebet komplett ist und nicht nur einmal im Jahr, sondern fünfmal am Tag? Wie mag es sein, wenn du die Tiefe und die Verbundenheit zu Allah subhanahu wa ta'ala in der besten Art und Weise ausdrückst? Das können wir verstehen, wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, أرحنا بها يا بلال بها أرحنا بها أو بلال. Also wenn man das so übersetzt, umgangssprachlich, befreie uns damit, O Bilal, entfessele uns damit, O Bilal. Womit? Das heißt, ruf, mach mal den Adhan. Er braucht Entfesselung, er braucht Ruhe von Raha, Arihna biha. Ja, dadurch, er braucht diese Raha, Arihna biha, ja Bilal. Der Zustand vieler Muslime leider, insbesondere diejenigen, die an bestimmten Sachen hängen, sei es viel Arbeit, Geldverdienst, ein Match, Fußballspiel, was beginnt und so. Arihna minha, ya Bilal. Befreie uns davon, nicht damit. Befreie uns davon, ja, schnell, schnell. Entfessele uns davon, damit wir das abhaken und zum Eigentlichen gehen. Indirekt. Indirekt sagen wir es so. Und deshalb, meine lieben Geschwister, es ist wichtig klarzustellen, dass das Gebet als Gebot im Islam und als Säule des Islam so wichtig ist für unseren Glauben, für unsere Beziehung zu Allah. Und lass dich nicht davon täuschen, von Muslimen, die behaupten, Charakter ist das Wichtigste. Ich bin Charakter gut, Gebet kein Problem, alles Fasten kein Problem. Nein, nein, nein. Allah Ta'ala sagt, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فإنها من تقوى القلوب. Derjenige, der die Gebote Allahs ehrt, dies ist das Zeichen seiner Gottesfurcht, seiner Ehrfurcht, die Allah Ta'ala gegenüber trägt. Das heißt, dein Gebet ist der Maßstab deiner Frömmigkeit oder deiner Beziehung zu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Und das Gebet ist ja ein Instrument für uns. Wenn wir das Gebet in der richtigen Art und Weise verrichten, dann spiegeln sich die Folgen auf uns, auf unseren Charakter. Denn Allah subhanahu wa ta'ala verspricht und sagt, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wala dhikrullah akbar. Guckt mal, lasst uns mal diese Ayat. Viele Muslime lesen das. Aber irgendwie bleibt das irgendwie oberflächlich. Allah ta'ala sagt, wahrlich, das Gebet hält euch, die gewährt euch eine Art Immunisierung, die immunisiert euch, die gibt euch Stärke. Inna Salah, das Gebet hält euch fern von Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten. Und er sagt, das ist euer Nutzen für euch, aber noch der größere Nutzen. Wala dhikrullah akbar. Noch besser ist aber aus dem Gebet dhikrullah. Und hier ist dhikrullah die Verbundenheit mit Allah, weil der Betende immer spirituell, seelisch mit Allah subhanahu wa ta'ala verbunden ist. Fünfmal. Fünf Treffen. Fünf bewusste Treffen mit Allah, wenn wir sie wirklich bewusst verrichten. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Und deswegen haben Kenner diese Ummah, Al-Arifun, große Salihun, Awliya, sie haben Stufen erreicht in der Verschmelzung im Gebet, was wir heute in der Moderne nicht verstehen können. Einer von denen, Hatim al-Ta'i, als er eine große Wunde in seinem Bein hatte und die haben ihm gesagt, du musst Wein trinken. Damals, das war ja die Betäubung. Du kannst das nicht ertragen. Er muss betrunken, total betrunken sein, damit er sie überhaupt schneiden können. Die müssen ihm dein Bein schneiden. Er sagt, A'udhu Billah, niemals kommt das in meinen Bauch. Lasst mich nur erst, wenn ich drin im Gebet bin. Und insbesondere, wenn ich was? Im Sujud bin. In dem Sujud haben sie in seinem Bein amputiert und haben sie alles fertig gemacht. Und als er wach geworden ist, er sagt, Wallahi, ich habe nichts gemerkt. Es gab Ulama wie Abdullah ibn Zubayr, die sagen, Wallahi, er pflegte in den Sahen von Kaaba, in den Becken der Kaaba, also um die Kaaba zu beten. Sie sagen, Wallahi, er ist so lange gestanden und am Beugen in Ruku' und Sujud war er so lange so, dass man denkt, das ist ein Felsen, ein Bau, eine Mauer, sagen sie, eine Mauer oder ein Stück, so dass die Vögel auf seinen Rücken kamen und saßen auf ihm, weil man, der war die ganze Zeit in eine ruhige Lage. Übrigens, diese Kenner haben Dinge erreicht, die in der aktuellen modernen Medizin unmöglich sind für einen Kopf. Sag einem Mediziner, dass ein Mensch stundenlang in dieser Position des Niederwerfens bleibt. Sag dir unmöglich. Rein rechnerisch, rein wissenschaftlich unmöglich. Unmöglich. Es gibt eine bestimmte Grenze, wo es nicht mehr geht. Die sind nicht über die Grenze. Sie sind außerhalb all dieser Grenzen und hier spielt nicht mehr, spielen nicht mehr eure Normen und wissenschaftliche Normen die Rolle, denn diese Leute werden mit der Hand Gottes empfangen und zu einer anderen Ebene gebracht. Eines Tages saß der Prophet mit seinen Gefährten zusammen und er prägte ihnen ein Gleichnis und sagte, Ara'aytum, lau anna nahran bibabi ahadikum, يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Jetzt kommen wir zu den Materialisten von den Muslimen, die Allah so anbeten mit Donnern. Und was habe ich denn davon? Auch da hast du. Bitte schön. Willst du Lohn hören? Ich bin eigentlich dagegen, dass man die Gebote mit Lohn vermarktet und verkauft. Und noch dagegen, wenn man das auf Deutsch sagen darf, aber noch dagegen bin ich, wenn man droht, wenn du nicht betest, dann bist du Kafir. Wenn du nicht betest, dann bist du... Bitte, hol mich nicht mit Zwang. Tut mir leid. Es gibt drei Methoden. Die Methode der Furchterregung,
Methode der Vergeltung, der Donnerung des Geldes, des Lohnes und Methode der Liebe. Es funktioniert nur die Liebe, besonders in der modernen Zeit. Und natürlich mit der Masse gibt es irgendwann die Motivation des Lohnes. Wenn ich höre, dass diejenigen zum Beispiel, die insbesondere Al-Fajr und Al-Asr nicht verpassen, zur richtigen Zeit. Al-Fajr in allen Zeiten, allen Generationen ist ein schwieriges Gebet. Besonders in den kalten Nächten und so. Du stehst auf, gehst dich waschen, du gehst zur Moschee und betest mit Jama'a. Sagst, oh, ich kann jetzt nicht mehr schlafen. Ja, bitte. Bukur. Das ist ja die frühen Stunden. Und Al-Asr. Al-Asr damals war es ja, das war der zweite Teil Schicht des Tages. Weil sie arbeiten von früh bis zum Mittag. Gehen sie nach Hause und machen sie ihr Essen, gehen sie beten und dann kommen sie und machen sie einen Mittagsschlaf. Und kurz vor dem Asr-Gebet, also eine Stunde davor, dann gehen sie raus und dann geht's los. Und die Märkte sind voll. Geh mal in unseren islamischen Ländern. Die Märkte sind in Asr-Gebet richtig voll. Er sagt, genau da pickt Allah Ta'ala den Händler, derjenige, der Nutzen in der Zeit hat, sagt, komm her, zeig mir mal deine Liebe, zeig deine Wahrhaftigkeit, komm raus. Der Prophet sagt, ich komme noch zum Hadith von vorhin, zum Übersetzen, aber ich komme da. Er sagte, innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyamah. Oh, danke schön für diese Botschaft, ja Rasulullah. Ihr werdet euren Herrn am Tag der Auferstehung sehen. Kama tarawna hadha al-qamar. La tudamuna fi ru'yatihi. Ihr werdet ihn sehen, ohne gegeneinander zu streiten. So, wenn du den Mond siehst, keiner sagt, lass mich mal den Mond sehen. Wir können alle den Mond sehen. Das heißt nicht, dass Allah das Beispiel des Mondes, sondern hier ist der Vergleich der Sicht. Nur der Sicht. Allah, keiner erreicht seine Dimensionen. Da brauchen wir gar nicht darüber zu sprechen. Das sind außer der Dimensionen, wie Allah subhanahu wa ta'ala ist. Aber fest steht, nach Jumhur al-Sunnah, dass wir Allah sehen. Aber guckt mal, ein ganz schneller Weg, um Allah ta'ala zu sehen. Er sagt, فَإِنْ إِسْتَطَعْتُمْ عَلَىٰ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَفَعَلُوا. Wenn ihr nur das schafft, zwei Gebete nicht zu verpassen, eins vor der Sonnenaufgang und eins vor dem Sonnenuntergang, dann tut das. Tut das. Zurück zum Hadith, wo der Prophet ihnen ein Gleichnis prägt und sagt, stellt euch mal vor, ein Fluss fließt von einem Haus vorbei. Der Bewohner dieses Hauses wäscht sich fünfmal am Tag von diesem Fluss. Wird etwa Schmutz an seinem Körper noch hängen bleiben? Die Sahaba sagen, nein, ja Rasulallah. So einer, der fünfmal sich wäscht, einmal reicht. Wenn man sich einmal pro Tag, dann ist er, das ist der bei uns der Beste, Mashallah. Aber sagt, fünfmal am Tag bleibt kein Schmutz. Er sagt, und das ist das Gleichnis der fünf Gebete. Ihr seid die ganze Zeit am Duschen von euren Khataya, von euren Sünden. Subhanallah. Leute, wollen wir mal das richtig verstehen, praktisch in unserem Leben, wie es sich fühlt? Die Sünden sind schlechten Energien, die an dich hängen. Jetzt sprechen wir mal. Wenn du in Sünden schwimmst oder Sünden begehst, die sind da. Genauso wie dieses Glückmoment einer Niederwerfung ist irgendwie da. Auch die Sünden, die sind da. Die vergiften dich. Die vergiften deine Gedanken, deine Seele. Die vergiften alles um dich. Auch dein Gesicht. Deswegen, manchmal ist man nicht angenommen bei anderen. Eine Art Finsternis. Sünde. Deswegen sagt, diese schlechten Energien um dich, die dich ja vergiften und die dich schwach machen, die Gebete, löschen das weg. Und du bist jeden Tag motiviert. Deswegen fragen sich viele Leute, wie kann ich meinen Glauben, mein Iman stärken? Ich kann diese Frage nicht mehr hören. Tut mir leid, weil die Leute, sie erwarten eine Formel. Zack, zack, mach das plus das plus das und dann hast du starken Iman. Iman zu stärken, ein komplexer Prozess, beginnt mit deiner Selbstlosigkeit gegenüber
Menschen mit deiner Selbstfindung, mit deiner Charakterbildung, mit deiner Beziehung zu Allah. Aber eins hilft dir immer und gewährt dir immer Kraft und Motivation. Die 5 Gebete zur richtigen Zeit zu bewahren. Du kriegst die Löschung der Sünden. Deswegen heißt das As-Salawatul Khams wal-Jumu'ah ila al-Jumu'ah kaffaratun lima baynahuma man lam tu'til kaba'ir. Die 5 Gebete, sowie Freitag zu Freitag, das ist, da gibt es immer Löschung der Sünden dazwischen. Tahtariquna, tahtariqun, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Verbrannt werdet ihr in eurem Alltag. Aber das ist nur bildlich dargestellt. Deswegen habe ich euch gesagt, die Sünden sind giftige Energien. Hier hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das in Form von Nar, von Feuer. Verbrannt werdet ihr im Alltag, verbrannt werdet ihr am Alltag. Und dann, فَيُنَادِي الْمُنَادِي اللَّهُ أَكْبَرْ حَيَّ عَلَى الصَّلَةِ. Dann werdet ihr zu eurem Gebet gerufen. حَيَّ عَلَى الصَّلَةِ. Dann kommt ihr und dann werdet ihr gewaschen. Dann geht ihr wieder. ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ. Dann werdet ihr immer wieder verbrannt und verbrannt. فَيُنَادَى حَيَّ عَلَى الصَّلَةِ. Dann kommt ihr zum Gebet und dann werdet ihr gewaschen. ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ. Der wiederholte das 5-mal, damit er uns den Sinn gibt, dass das Gebet uns ausstattet mit Kraft, mit Motivation, Lebensfreude, aber auch Freude am Mehrtun, am Ibadah, Freude an die Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Verbindung zum Gebet in uns stärken. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala das vervielfachen, bis das Gebet für uns ein Glücksquelle wird und dass wir das auch erfahren und erleben. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Bittet Allah um Vergebung. Er ist der Allvergebende, Allhörende. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله مش خايب دي Kinder Israels und die Generationen, die nach den ihren Salaf Salih gefolgt sind. Sie haben auch Salaf Salih, besten Generationen. Natürlich. Aber Allah beschreibt deren Generationen danach. Er sagt, und dann kamen Generationen. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Khalf, eine Generation, die danach rückt, danach kommt. Was ist mit ihnen? أَضَاعُوا الصَّلَاةِ. Sie vernachlässigten das Gebet. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Und folgten ihren Zuneigungen und Begierden. Zwei Gegenüberstellungen. Das Gebet verlassen, du bist unausgestattet, dass dein Hawa, deine Zuneigung, dich zügelt und führt und steuert. Und das Gleiche sagen wir in unserer Zeit. Meine lieben Geschwister, Wallahi, es gibt muslimische Familien, von 4-köpfige Familie, 5-köpfige Familie, kein einziger betet. Kein einziger. Und das ganz, ganz viel. Nicht, dass ihr denkt, MashaAllah, wir freuen uns, wenn die Umma in den Moscheen sich treffen. Nein. Wie viele Moscheen haben wir hier in Berlin? Ja, es wird 100. MashaAllah, sagen wir das. 100. Die meisten Moscheen tragen nur 100 Leute. Also, wenn vielleicht 10 Moscheen, wo man jetzt über die Zahl von 300 und 400, sammle all diese Zahlen und dann kommst du nicht mal auf 2% von der Anzahl der Muslime in Berlin. Das können wir nochmal wirklich richtig darstellen. Nicht mal 2%. Ich sage es euch nur. Man kann das nicht verstehen, welchen Islam man hat, wenn das Gebet fehlt. Aber es fehlt in diesen Leuten vielleicht diese Aufklärung und diese Dauer. Und das ist die Rolle von uns, dass wir unsere Freunde, Dauer zu unseren Freunden und Dauer zu unseren Familien und allen, die um uns sind. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُ الصَّلَاةِ. Die zweite Sache, womit ich beenden werde, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Erziehungsberechtigten aufgerufen hat und aufgefordert hat,
dass sie nur nicht nur sich um sich kümmern, sondern dass sie die Verantwortung tragen, ihren Kindern das Gebet beizubringen und der ganzen Familie um sich. Allah Ta'ala sagt im Koran: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Und befehle deine Familie, dass sie das Gebet pflegen. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا heißt und sei standhaft dabei. Und ertrage geduldig, das heißt, lass nicht nach. Es ist ja unangenehm, musst du jeden Tag, hallo, mach mal. Sabr. As-Sabr, wa-Tasabbur, wal-Istibar. Das ist eine höhere Stufe. Das heißt, Sabr, das ist eine wiederholende Geduld, die du jeden Tag brauchst. Womit? Um deine Familie mit dem Gebet zu verbinden. Und hier, das gab ich ja die Empfehlung in der Seite von Facebook. Ich sage, seid pädagogisch. Und die Empfehlung ist, wenn dein Kind 7 Jahre alt ist, bis 10 Jahre, er soll oder es soll, das Kind ist leider in Arabisch immer männlich, aber es soll einmal pro Tag beten. Reicht. Entweder vor dem Schlafen gehen, am besten, das ist näher zu Unterbewusstsein, oder beim Aufstehen, der Beginn des Tages. Einmal. Von 10 Jahre alt bis 12, zweimal pro Tag. Einmal früh und einmal am Abend. Von 12 bis 14, dreimal am Tag. Von 14 bis 15, füge ich das noch dazu, viermal am Tag. Ab 15, fünfmal am Tag. Leider, und das ist ja bei vielen leider, ich sage, ja, deine Empfehlung oder die Empfehlung des Propheten, was nehme ich? Und dann sagen sie den Leuten dann, guckt mal, was ihr wählen wollt. Sag mal, welche Religion bringst du uns hier bei? Ich sage, welche Empfehlung des Propheten meinst du? Ach so, ja. Ja, du denkst doch an den Hadith. Muru auladakum bis salati ala sab'a, wadribuhum alaiha ala hasha. Lehrt euren Kindern das Gebet bei 7. Und wenn sie 10 sind, dann schlagt sie deswegen. Das soll der Prophet gesagt haben? Wirklich? Den Hadith habe ich schon lernt. Untersucht bis zum Knochenmark. Al-Hadith, wenn man das so, findest du bei Ahmed und Tirmidhi und Abu Dawud und Daraqutni und Al-Bazzar und so viele. Aber all diese Überlieferungen führen auf 3 Männer. Also von 3 Männern stammt der Hadith. Alle 3 Männer sind Manakir und Du'af, schwach eingestuft. Siwad ibn Samur, Abdul Malik ibn Rabi' und der dritte Amr ibn Shu'ayb. Alle sind abgelehnt von den Ulama. Und nicht von Ulama, von großen Muhaddithun, von Jarh und Ta'dil. Wie Imam al-Qattan und wie Imam. Die großen Ulama, sie sagen, Munkar. Oder Bukhari sagt Munkar. Von ihm lehnt man ab. Da'if al-Hadith. Bei einem sagen sie, er und sein Vater und sein Opa. Alle Du'af. Und in dem Hadith, er sagt, mein Vater, mein Opa. Und die Ulama sagen, die 3 niemals nehmen. Jetzt so ein Hadith ist da'if, wenn man jetzt die einzelnen Überlieferungen betrachtet, ganz, ganz sachlich. Alle, keine einzige Überlieferung besteht, keine einzige. Aber wieso kommt der Imam Sheikh al-Albani und sagt Hassan? Wieso sagt der Imam Tirmidhi Hassan? Wieso sagt er? Sagt ganz einfach. Erstmal Imam al-Albani, es ist bekannt unter den Hadith-Gelehrten, sie sagen, kana mutasahilan fit tahsin. Er, also was Tahsin bei ihm geht, Hassan, Einstufung angeht, er war, er hat das nicht so hart genommen. Er macht Hassan, Hassan. Warum sagen sie Hassan? Sagen sie, ein Da'if-Überlieferung plus ein Da'if-Überlieferung plus ein Da'if-Überlieferung im Zusammenhalt ist das was? Gut, Hassan. No. Da'if und Da'if und Da'if ergibt Hassan. Das heißt, sie stützen sich irgendwie. Da soll schon was gesagt werden. Nein, ich nehme es an. Nicht an. Insbesondere, wenn diese Angelegenheit mit unseren Kindern und mit einem fundamentalen Phänomen zu tun hat. Du willst
in der wichtigsten Sache, nämlich in der Erziehung, mir so ein Hadith reinbringen, dass das zu meiner Erziehung, meinen Erziehungsmethoden gehört, aufgrund dessen, weil Rasulullah gesagt hat. Und übrigens, und der Hadith ist nicht von Muhammad Rasulullah. Selbst wenn wir das untersucht haben, im besten Fall ist das auf Makhul, auf Imam Makhul, gestoppt geblieben. Dort. Und Makhul, ein Imam von der Imam von Tabi'i Tabi'i, meint in seiner Zeit, also ich empfehle euch, das lehrt sie bei sieben und schlagt sie bei. Danke, Imam Makhul. Mit Respekt. Aber deinen Ratschlag nehme ich nicht. Und du bist nicht die Religion. Und nicht mal dein Chef und nicht mal Sahabi ist eine Religion. Sag mal, Halal und Haram nehmen wir von Sahabi? Nein. Halal und Haram von Allah und von Rasulullah. Und wenn Sahabi etwas sagt, sagen, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Selbst Sahabi muss belegen, dass er das vom Prophet gehört haben oder. Selbst der Sahabi, wenn er etwas macht. Und übrigens das mit der Handschütteln der Frau, der Hadith, den wir untersucht haben, wenn ich auf meinen Kopf mit einem Hammer geschlagen werde, ist es besser für mich als eine Frau zu berühren, ist es auf einen Sahabi zurückzuziehen und nicht auf Rasulullah. Weil in der Zeit von Sahaba, in Hajj-Zeit, hatten sie Friseusinnen, Salons, heute in moderner Sprache, an Marwa, wenn man fertig ist, dann geht man doch zum Friseurladen. Bis heute gibt es doch Friseurläden, ne? Damals gab es Frauen, sie machen einen Stuhl und machen, ne? Frauen, Friseusinnen. Und dann machen sie für die Männer. Und es war üblich übrigens, wir haben unser Leben verkrampft, wir Muslime. Damals ist Sahabe sitzt bei einer Friseusin. Wenn du Abdul-Adim bei Friseusin von Alt-Moabit siehst, guck mal, er war bei einer Friseusin. Wo ist das Problem? Sie kann mir meine Haare machen. Wo ist das Problem? Obwohl ich das nicht mache. Aber ich sage, die Sahaba gingen zu den Friseusinnen. Und sie haben ihnen ihre Haare weggemacht. Der Mann, ein Sahabi, er sagt, ha, ich? Und eine Frau, Wallah, wenn ich mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen werde, ist besser für mich, dass eine Frau mich berührt. Okay, deine Meinung. Du bist aber nicht die Religion, das ist deine Meinung. Zurück bitte zum Hadith. Weil viele haben kommentiert und sagen, hey, deine Empfehlung oder die Empfehlung des Propheten? Wo ist die Empfehlung des Propheten? Hasha lillah, dass ich gegen den Propheten etwas sage, ein klein bisschen dann, Hasha lillah, dass ich etwas behaupte oder empfehle, was nicht konform ist zu der Sunnah Sahiha von Rasulullah. Und dieser Hadith lehne ich total ab und werfe ich in den Mülleimer sogar. Warum? Weil es gibt keine authentische Überlieferung davon. Höchstens ist das eine Meinung von einem Mann und Mensch. Und wollen wir jetzt diesen Hadith in unserer modernen Zeit praktizieren? Und damit willst du deine Kinder? Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Und außerdem, wir haben vorhin gesagt, Vergeltung und Strafe ist es keine pädagogische Erziehung, eher die Liebe. Die Kinder sollen erfahren. Sie sollen ihre Erfahrung mit Allah subhanahu wa ta'ala selber genießen und aufbauen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Möge Allah uns ein gutes Verständnis geben. Möge Allah uns die Weisheit geben. Ja Allah, wir bitten dich mit all deinen Namen und deinen Eigenschaften. Mach das Gebet für unseren Herzen, für unsere Herzen schön. Ja Allah, mach die Süße des Gebetes in unseren Herzen, ja Allah. Lass uns, ja Allah, mit dem Gebet befreundet sein, ja Allah. Lass das Gebet als Quelle unserer Ruhe sein, als Quelle unseres Glücks sein, ja Allah. Ja Allah, lass uns zu denjenigen gehören, die das Gebet verrichten mit Demut, mit voller Tiefe und mit voller Beziehung und voller Verschmelzung in deine Liebe, ja Allah. Lass uns Nutzen von diesem Gebet nehmen. Ja Allah, lass uns Nutzen nehmen, dass wir, auf dass wir dir näher kommen, auf dass wir bessere Mu'minin werden, auf dass wir bessere Gläubige werden, ja Allah. Allahumma amin. Ja Allah, bewahre unseren Eltern, gib ihnen Gesundheit, gib ihnen Kraft, gib ihnen Besserung, ja Allah. Schütze sie von vorne, von hinten, von rechts und von links. Ja Allah, lass sie als Gläubige leben und als Gläubige sterben. Ja Allah, die Eltern, die verstorben sind, gewähre ihnen deine Barmherzigkeit und deine Vergebung, ja Allah. Ja Allah, wir bitten dich für die Umma des Islam. Ja Allah, bringe diese Umma aus deren Loch, ja Allah. Ja Allah, mach unser Morgen besser als unser Heute, ja Allah. Ja Allah, bring für diese Umma ihre Freiheit und ihre Unabhängigkeit, so dass
gerechte Führer kommen und gerechte Menschen, die diese Länder verwalten, ja Allah. Ja Allah, wir bitten dich hier für Deutschland, gewähre uns hier Frieden und Sicherheit. Alle Parteien und Gruppen, die nur Zwietracht und nur Hass und Groll verbreiten, oh Allah, dämpfe ihre Gefahren und zerspalte ihre Reihen und lass sie niemals die Bühne der Macht erreichen. Alle Parteien und Gruppen und Organisationen, die für den Zusammenhalt arbeiten und die für das Gute in der Gesellschaft, für Frieden und für Sicherheit arbeiten, ja Allah, segne sie, ja Allah, segne sie und stärke sie, ja Allah, und lass sie, ja Allah, zu den Schlüssel der Macht gelangen, ja Allah. Allahumma amin, Allahumma amin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa aqim as-salah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا